Der wohl bekannteste Berg Deutschlands und jedenfalls auch einer der bekanntesten im gesamten deutschsprachigen Raum, die Zugspitze. Dass sie die höchste Erhebung Deutschlands ist, das muss ich niemandem erzählen. Aber ist das wirklich der Grund dafür, dass sie jeder kennt? Darum geht's heute in Berge im Porträt. Ja, viele werden sich jetzt denken, ach Gott, die Zugspitze. Über die muss man doch eigentlich gar nichts sagen. Touristenmagnet, Bergsteigermagnet, für Wanderer ein Highlight, für Alpinisten ein Albtraum. Aber tatsächlich ist das alles nur die oberflächliche und halbe Wahrheit. Denn vieles, was die Zugspitze verbirgt, geht viel weiter als die Themen Klettersteig und Selfie-Tourismus. Doch fangen wir da an, wo die Zugspitze aufhört. Mit 2962 Metern ist die Zugspitze, wie schon gesagt, der höchste Berg Deutschlands. Sie ist ein Grenzgipfel. Genauer gesagt liegt sie an der deutsch-österreichischen Grenze und ist die höchste Erhebung an der Grenzlinie zwischen Tirol und Bayern. Als Teil des Wettersteingebirges hat sie im Prinzip alle Eigenschaften, die man aus jenem Gebirge kennt. Sie ist ein Kalkberg. Ganz genau besteht sie aus Wettersteinkalk. Dieser Wettersteinkalk ist berühmt und berüchtigt, denn er ist super anzugreifen, rau, griffig, viele spannende Strukturen und faszinierende Steilwände ergeben sich überall, wo Wettersteinkalk vorkommt. Gleichzeitig ist es eine der brüchigsten und bröseligsten Gesteinsformen, was das Wettersteingebirge und damit auch die Zugspitze zu einem Sorgenkind macht. Doch dazu am Ende nochmal mehr. Denn spannend ist an der Zugspitze auch die extrem tief in die Vergangenheit reichende Geschichte. Denn die Zugspitze ist natürlich nicht zufällig ein Grenzberg. Die Grenze wurde bereits im 15. Jahrhundert über die Scharte der Zugspitze gelegt, ohne dass man überhaupt über den Namen nachgedacht hätte. Somit war die Zugspitze in erster Linie eine Orientierungshilfe. Geändert hat sich das übrigens auch nicht im 18. Jahrhundert. Denn ursprünglich haben sich Menschen im Tal Schauderhaftes über die später bekannte Zugspitze gedacht. Ein Berg voller böser Geister soll es sein. Mythologien und Geschichten wurden sich zu diesem Berg ausgedacht und als Wahrheit verkündet. Weshalb es nur verständlich war, dass sich kaum Menschen auf diesen Berg getraut haben. Aber gleichzeitig kann man an der Zugspitze die Geschichte des Alpinismus sehr gut ablesen. Denn eventuell war bereits jemand auf der Zugspitze, ganz ohne zu wissen, dass er auf dem höchsten Berg Deutschlands stand. Denn sie waren keineswegs für das Bergsteigen hier, sondern für die Jagd, für das Wildern oder auch für den Schmuggel von Waren. Der Berg selbst war dabei eher nur ein Hindernis. Es ist diese typische Geschichte der Ostalpen, in der die Menschen einen Berg in erster Linie nutzten, um etwas anderes zu erreichen. Der Gipfel selbst aber eher uninteressant war. Doch das sollte sich 1820, also vor etwas mehr als 200 Jahren, ändern. Wie so oft bei den Erstbesteigungen vieler berühmter Berge, begann alles mit einem Vermessungsauftrag. In diesem Fall davon betroffen der Leutnant Josef Naus, zusammen mit dem Bergführer Johann Tauschel, sollte es über den Schneeferner zum Westgrat gehen. Der Schneeferner war in dieser Zeit nicht das kümmerliche Eisfeld, das er heute ist, sondern thronte noch als relativ großer Gletscher im Wettersteingebirge. Somit war die Unternehmung alles andere als einfach. Große Gletscherspalten und ernsthafte Alpinisten waren gefragt. Und auch der Westgrat war nicht das, was er heute ist. Ein Grat, der ohne zusätzliche Versicherungen durchaus noch ernst zu nehmen war, vor allem, wenn man die Einfachheit der Ausrüstung dieser Zeit berücksichtigt. Die Zugspitze lädt geschichtlich dazu ein, über Veränderungen nachzudenken. Was heute einfach und für fast jeden Bergsteiger eine machbare Angelegenheit ist, war früher durch anderes Equipment und schlechtere Infrastruktur ein Abenteuer. Ein Blick in die Vergangenheit bedeutet also auch ein Blick in die Veränderungen. Doch letztlich erreichten die beiden den Gipfel der Zugspitze. Sie gelten damit offiziell als die Erstbesteiger des Gipfels. Offiziell. Denn wie eine Karte, die im Jahr 2006 gefunden wurde, zeigt, die Wege nach oben wurden bereits im 18. Jahrhundert beschrieben. Eben für diesen Anwendungsfall, dem Jagen, dem Wildern, dem Schmuggel. Also ist es, wie bei so vielen Bergen in den Alpen, höchstens eine Vermutung, dass die Erstbesteiger tatsächlich auch die Erstbesteiger waren. Aber sie waren zumindest die Ersten, die als Beweis einen Stock zurücklassen konnten. Der Westgipfel galt damit offiziell als bestiegen. Und nur 3 Jahre später sollte auch der Ostgipfel bestiegen werden, der aber nicht der höchste Teil der Zugspitze war. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Denn wenn wir einen großen Sprung in die jüngere Vergangenheit machen, dann sehen wir, dass die Zugspitze schon einiges mitgemacht hat. In den 30er Jahren war die Zugspitze ein wichtiges Symbol für die Nazis. Die Partei, die das Bergsteigen zu einem nationalistischen und patriotischen Akt auserkoren hatte, hatte großes Interesse am deutschen Berg. So wurde die Zugspitze instrumentalisiert und auch für Propaganda genutzt. Und letztlich sollte die Zugspitze auch militärisch genutzt werden.
Geplant war eine Flugleitstelle der Wehrmacht. Geworden ist daraus nichts, doch ambitioniert wurde trotzdem der Westgipfel weggesprengt. Damit war die Zugspitze von 2964 auf 2962 Meter geschrumpft. Selbstverständlich sind zwischen der Zeit der Erstbesteigung und den 30er Jahren viele Dinge passiert. Der Jubiläumsgrat wurde entdeckt und überwunden, der Weg durch das Höllental ebenso. Eine Überschreitung von West- und Ostgipfel gelang, eine Frau stand schon 1853 auf dem Gipfel der Zugspitze, eine Winterbesteigung gab es auch schon und über die österreichische Seite hat man die Zugspitze auch erklommen. Alles sehr große Leistungen für diese Zeit. Doch es gibt ein Problem. Diese Meilensteine und Leistungen sind heute kaum zu rekonstruieren oder vernünftig zu präsentieren. Oder um es anders zu formulieren, heute lebt kein einziger Mensch, der die Zugspitze in der ursprünglichen Form ohne den Verbauungen des Zugspitzplatz beispielsweise kennt. Auch die Verbauung des Gipfels ist nicht erst gestern passiert. Und vom Observatorium ganz zu schweigen, denn das steht schon seit über 120 Jahren. Das soll übrigens nichts Negatives sein. Doch es zeigt vor allem, wie schwer die Darstellung von Geschichte eigentlich ist. Oder kann sich jemand von euch vorstellen, wie komplex eine Überschreitung von West- und Ostgipfel gewesen sein könnte? Ich nicht. Es gibt auch keine Aufzeichnungen davon, weshalb man heute mit einer West-Ost-Überschreitung höchstens noch den Weg von der einen zur anderen Bahn verbindet. Doch mit diesem Meilenstein lässt sich auch noch etwas ganz, ganz anderes darstellen. Die Zugspitze wurde unglaublich schnell, also im Sturm, erobert. Denn heute gibt es quasi keine neuen Ideen für Routen mehr. Alles wurde irgendwann schon mal gemacht und Neues findet man nur noch selten. Einer der bekanntesten Aufstiege auf die Zugspitze ist wohl jener durch das Höllental. Hier geht es erstmal durch die Höllentalklamm. Diese ist wenig überraschend für eine Klamm, stets sehr feucht und mit Wasser durchflutet. Besonders im Winter ist sie aber dadurch ein echter Hingucker. Leider wird diese Klamm heute, wie viele andere auch, touristisch genutzt und verwaltet, sodass Eintritt gezahlt werden muss und eine Begehung im Winter mittlerweile nicht mehr möglich ist, da der Eintritt nur in der schneefreien Zeit nicht künstlich versperrt wird. Durch die Klamm hindurch erreicht man die Höllental-Angerhütte. Sie ist der Ausgangspunkt für jene Bergsteiger, die die Zugspitze als Zweitagestour bestreiten. Von hier aus geht es über einen langen Pfad bis zum Höllental Ferner. Dieser Ferner gleicht heute mehr einem Schneefeld, trotzdem ist er nicht ungefährlich. Immer noch gibt es gletschertypisch Spalten und Bewegung. Außerdem eine Randkluft zum Fels, die Jahr für Jahr problematischer ist. War der Einstieg vor einigen Jahren noch ohne Leiter zu erreichen, ist das heute vollkommen unvorstellbar. Doch welcher Einstieg? Am Ende des Höllental-Ferners startet der Höllental-Klettersteig. Er ist nicht sehr einfach und vor allem stets recht exponiert. In der Schwierigkeit BC gilt es, sich die mächtige Wand der Zugspitze hochzuarbeiten. Ein Vergnügen, dem heute sehr viele frönen. Leichter ist die Zugspitze über das Gatter. Der einfachste Weg auf den höchsten Gipfel Deutschlands und dementsprechend nicht weniger beliebt. Hier ist die Zugspitze mehr eine Wanderung. Der Schneeferner ist heute kein Hindernis mehr und die Komplexität damit auch verschwunden. Zugspitze für jedermann, könnte man sagen, wenngleich man es sich auch richtig schwer machen kann. Mit dem Jubiläumsgrat beispielsweise, der im dritten Schwierigkeitsgrad einen sicheren Bergsteiger braucht, aber durch Stahlseile ebenfalls sehr stark entschärft wurde. Womit auch der berühmte Jubigrat mittlerweile sehr beliebt und überlaufen ist. Doch gibt es dann überhaupt noch Wege auf die Zugspitze, die nicht touristisch oder überlaufen sind? Tatsächlich ja. Alpinistische Abenteuer findet man immer dann, wenn man auf Spurensuche geht. So hat es ein lokaler Bergführer gemacht, der den Bau der bayerischen Zugspitzbahn nachvollziehen wollte. Die Arbeiten dazu sind historisch spannend, die Zeit verbietet es mir aber an dieser Stelle, das jetzt genauer auszuführen. Ich werde euch aber eine tolle Reportage zu diesem Thema unten verlinken. Der Weg Eisenzeit. Genannt aufgrund der Tatsache, dass viele Stahl- und Eisenwerkzeuge auf dieser Route immer noch liegen, die an die 20er Jahre erinnern, ist durchaus anspruchsvoll, alpinistisch angehaucht und bedarf vor allem einem sehr guten Orientierungssinn. Dieser Weg führt durch die Geschichte. Er zeigt die einzelnen Tunnelfenster, die zum Bau beigetragen haben und führt auch durch die Höhlen und Senken, in denen Arbeiter schlafen mussten. Im vierten Schwierigkeitsgrad, bei alpiner Absicherung und kaum Spuren, gilt es einen Weg durch die mächtige Nordwand zu finden, während gleichzeitig die Touristen über einem mit der Bahn bestaunen, dass man auch zu Fuß auf die Zugspitze kommen kann. Womit wir zum traurigsten Teil der Zugspitze kommen, dem Gipfel. Denn die Zeiten von West- und Ostgipfel, die Zeiten von spannenden Erstbesteigungen und die Zeiten von traditionellem Bergsteigen und der Gipfelruhe, die sind wahrlich vorbei. Die Zugspitze wurde mit ihren vielen Seilbahnen und dem Skigebiet touristifiziert und industrialisiert. Es gibt heute nicht nur eine Bahn auf die Zugspitze, sondern gleich mehrere. Sogar zwei enden am Gipfel oben. Der verrückteste Weg quasi, um von Deutschland nach Österreich zu gelangen.
Oben gibt es ein Restaurant, es gibt einen Sendemasten, es gibt ein Museum, eine meteorologische Station und eine Station der Luftraumüberwachung. All das auf einem Gipfel, der gerade mal so viel Platz bietet wie ein Fußballfeld, aber ausgebaut, erweitert und umgebaut wurde. So lange wurde ein Gipfel bearbeitet, bis alles, aber wirklich alles, darauf Platz hat. Einschließlich der tausenden Touristen, der jedes Wochenende sowohl Sommer als auch Winter auf die Spitze des Berges die Umgebung bestaunen. Die Zugspitze verkam in den letzten Jahren immer mehr. Und das ist nicht nur eine persönliche Wertung, sondern die Meinung vieler Bergsteiger aus der Region. Die Zugspitze hat den Kampf gegen den Tourismus verloren. Vielleicht, weil sie in Deutschland doch etwas sehr Besonderes ist. Vielleicht, weil der Tunnelbau den Fortschritt der Möglichkeiten zufällig gerade auf der Zugspitze möglich gemacht hat. Vielleicht auch einfach, weil sie schlichtweg der höchste Berg der Region ist. Doch die Zugspitze als alpinistisches Abenteuer ist faktisch tot. Denn selbst wenn man die Wege wie den Stopselzieher oder die Eisenzeit nimmt, die deutlich seltener besucht sind, am Ende kommt man immer auf einem Gipfel aus, der mit Bergsteigen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die Zugspitze ist schön, nur die Entwicklung weniger. Die Zugspitze wird niemals wieder so werden, wie sie war. Sie wird nie wieder ein großes alpinistisches Fragezeichen. Nur, wenn vielleicht eines Tages der Berg erneut einen Großteil seiner Struktur abwirft, weil der Permafrost sich zurückzieht, wie das schon mal vor über 3000 Jahren passiert ist. Denn das brüchige Gestein und die Klimaerwärmung werden vermutlich dafür sorgen, dass die Ur-Ur-Urenkel, wenn es sie denn noch geben wird, vielleicht wieder eine völlig neue Zugspitze, ganz ohne Bahnen und ganz ohne Tourismus, neu entdecken müssen. Was haltet ihr von der Zugspitze? Bergsteigerisch großartig oder höchstens grausam mit dem ganzen Rummel da oben? Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung. Würde mich sehr interessieren, schreibt sie mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wenn ihr das Projekt der Berge im Porträt gut findet, dann freut es mich natürlich sehr, wenn ihr diese Arbeit unterstützt durch einen kleinen Kaffee. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet. Ich danke euch hiermit sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.